Servus und Moin Moin und herzlich willkommen im American Truck Simulator. Heute will ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach an Volvo Trucks kommt, weil im Originalspiel gibt es ja nur Peterbilt und Kenworth Trucks. Und mit den zwei kleinen Mods, die unten in der Beschreibung verlinkt sind, wenn ihr euch die runterladet und installiert, dann habt ihr Volvo Trucks und Volvo Truck Händler. Und zwar befinden die sich dann an folgenden Stellen, in folgenden Städten. Wir haben zum einen, also die sind dann auch hier in der Liste, Volvo. Und dann haben wir einen in Tucson, einen in Las Vegas und einen in San Francisco. Und wir stehen jetzt gerade bei dem hier in Tucson. Und da können wir mal reingucken. Und er hat zwei Stück. Ja, der hat den VNL 670 und den VNL 780. Ich habe jetzt noch keine weiteren LKWs gefunden. Also es gibt noch weitere Volvos, aber die sind dann bei Peterbilt-Händlern oder bei Kenworth-Händlern zu finden. Aber für den Volvo-Händler selbst habe ich nur die beiden Modelle gefunden. Ja, aber reicht ja auch erstmal. So. Ich hoffe, ihr fahrt auch so gerne Volvo wie ich und zieht euch die Dinger jetzt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Das ist mein neues Baby hier. Habe ich ausgetauscht gegen den Cascadia Freightliner. Weil in dem fühle ich mich wie zu Hause. In Euro Truck Simulator 2 fahre ich ja auch meinen geliebten FH16. Und in dem fühle ich mich genauso. Der sieht von innen, wenn man drinnen sitzt, fast genauso aus. Und deswegen alles Bombe. Volvo, juhu, 750 PS Power. Alles klar, Leute. Dann viel Spaß damit und wir sehen uns. Bis denn. Bye, bye.